Hi zusammen, wie schon angekündigt im letzten Video, heute mal hier die Fläche in Zähringen. Wir haben es jetzt nur noch relativ spät geschafft, deswegen ist es schon dunkel. Also wir sind jetzt nicht in Buchheim, wir sind jetzt in Zähringen und die Fläche ist im Prinzip direkt in der Stadt im Wohngebiet. Das sind nochmal 350 Quadratmeter circa, die ich jetzt schon im Prinzip im zweiten Jahr anbaue. Also hier ist auch das Konzept wie im Buchheim, beziehungsweise wie ich allgemein habe, eben mit diesem Kompostbeeten. Und das sieht man hier sehr gut. Der liegt auch schon ein bisschen länger. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf der Aufnahme so gut sieht wegen dem Licht. Der ist auf jeden Fall schon gut zersetzt. Und hier sind jetzt nochmal 21 Beete, alle 7 Meter lang. Dieses Jahr verschiedenste Kulturen drauf gehabt. Wir haben jetzt November, also sind jetzt gerade noch so die Reste drin. Hier haben wir jetzt noch den Lauch stehen. Das sind die ein bisschen kleiner sind. Da drüben waren die großen. Hier haben wir ein bisschen Pak Choi, Postelein, Schnittsalate. Und unter diesem Netz hier ist noch Blumenkohl. Ich habe das hier ein bisschen in Blöcke aufgeteilt. Das heißt, hier ist ein Block mit 5 Beeten, danach kommt ein Block mit 7 Beeten und ganz zum Schluss ist noch ein Block mit 9 Beeten. Die Fläche ist halt auch sehr praktisch. Dadurch, dass sie im Wohngebiet liegt, sieht die natürlich jeder. Und wie soll ich sagen, das hat erstmal auch so ein bisschen Aufmerksamkeit nochmal auf das Ganze gelenkt. Und ja, genau. Jetzt können wir mal gerade hier nach hinten laufen, dann können wir mal so durchgucken. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man genau erkennt, aber gehen wir gerade mal. Und hier sind wir bei dem Block, der aus 7 Beeten besteht. Wie gesagt, 7 Meter lang. Ist jetzt natürlich nicht mehr so arg viel zu zeigen, dadurch, dass das Jahr einfach schon so weit fortgeschritten ist und ein Großteil schon abgeerntet ist. Ich habe hier auch die gleichen Beetmaße von der Breite her, Breite und Wege wie im Buchheim, also so 75 auf 45, wobei der Weg immer ein bisschen schmaler ist, weil ich da noch so ein bisschen Fläche mit rausquetschen will. Ist manchmal ein bisschen unpraktisch beim Ernten. Hier unter dem Netz ist der Spinat, der eigentlich längst mal von diesem Netz befreit werden könnte. Der ist jetzt eigentlich nur noch drunter, weil am Anfang die Amseln da immer drin rumgegraben haben, als ich es ausgesät habe. Das hat sich aber inzwischen auch erledigt. So. Ich weiß nicht, ob man mal so eine komplett, dass man sieht, dass man halt in der Stadt ist. Weißt du wie? Ja, sieht man. Also, wie gesagt, genau im Wohngebiet. Hier ganz hinten, ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt sieht. Hier steht noch eine Feige. Also nächstes Jahr überlege ich eben, da ich halt jetzt die Fläche im Buggingen anfange, ob ich hier entweder so einen Teil nutze, um meine Feigen zu vermehren, beziehungsweise überlege ich, ob ich eventuell Kürbisse hermache. Also auf jeden Fall irgendeine Kultur, die nicht ganz so viel Aufmerksamkeit braucht. Genau, aber nutzen möchte ich die Fläche eigentlich schon weiter, einfach aus dem Grund, weil die auch so zentral ist. Also ich nutze sie momentan auch, um meine Abholungen hier noch zu machen. Vor allem habe ich jetzt hier bestimmt schon 20 Kubikmeter oder so Kompost investiert. Und ja, ist natürlich gut, wenn man noch irgendwas hat, was man jetzt damit machen kann, ja, und es nicht komplett aufgibt. Also hier ist auch wieder Postelein, da waren rote Beete und Schnittsalat. Also ich mache eigentlich ziemlich viel Schnittsalate. Das ist jetzt eine Mischung, eine Schnittsalatmischung. Die werden mit einer speziellen Erntemaschine geerntet und dann kommen da meistens noch Asiasalate mit rein, Postelein, unterschiedlich. Kapuzinergresseblüten, Hirschhornwegerich und sowas. Genau. Und hier auf dem Beet sieht man auch, wie die Amseln graben. Hier ist es doch noch nicht vorbei. Ja. Da ist auch Spinat ausgesät. Wie gesagt, das ist ein bisschen kläglich. Das ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Fläche so ein bisschen hinten rangerutscht, weil ich im Buchheim so viel zu tun hatte und jetzt auch noch mit der neuen zusätzlichen Fläche. Dann fehlt mir einfach die Zeit, um mich anständig darum zu kümmern. Deswegen muss nächstes Jahr unbedingt eine Kultur her, die nicht so anspruchsvoll ist. Genau, zum Beispiel wie die Zwiebeln hier. Das sind Winterheckenzwiebeln, also der vordere Teil sieht echt mies aus. Den hätte ich mal schneiden müssen, aber der hintere Teil ist neu ausgetrieben. Die im Frühjahr, im Prinzip kann ich da relativ früh schon Buntzwiebeln mitmachen. Kann man auch so essen. Ja. Und hier haben wir im Prinzip einen von den Feigenbäumen. Ich habe aber noch ein paar andere Sorten. Auch mit relativ blattgedrückten Früchten.
sogenannte Zauberfeige, keine Ahnung, hatte noch keine Früchte dran, aber mal sehen, ob da was kommt. Und die hat dieses Jahr auch schon gut getragen. Ich habe da bestimmt so 25, 30 Stück, also zweimal geerntet. Das ist halt auch was ich eigentlich gern mit anbieten würde zum Verkaufen, was sich hier auch anbauen lässt. Und deswegen eben überlege ich, ob ich die Fläche vielleicht dann dazu nutze, im Prinzip, um die zu vermehren. Ansonsten habe ich hier auch noch Zitruspflanzen stehen gehabt, die den Sommer über hier standen, die aber auch nicht mehr so fit aussehen, gerade momentan. Also hier ist es so ein bisschen die Ramschecke von dem Garten, so wo ich meine Folien zum Abdecken für ein Winterlager, teilweise ein paar Fliese, und dann sind hier die Säcke zum Beschweren, die sind mit Erde gefüllt. Genau. Boah, was ist das hier? Voll die heftige Spinne. Also das ist der Wurmkomposter. Und da hängt eine ziemlich dicke, also ich weiß nicht, ob sie ziemlich dick ist, weil ich sehe sie nicht. Also wenn das Licht hierher kommt, sieht man sie vielleicht ein bisschen besser. Boah, ist nicht ganz so klein, aber jetzt auch nicht so groß. So, jetzt werfen wir mal noch einen Blick in den Wurmkomposter rein. Ja, so sieht der von innen aus. Also momentan ist wenig Material drin und die Würmer sind eher unten, also im zweiten Kasten. Genau, aber ja, man sieht also, so sieht der dann im Prinzip aus. Ja, das ist im Prinzip pure Wurmkacke, in der die ich gerade greife, ja. Riecht aber nicht schlecht, also es riecht wie ein richtig guter Waldboden. Und das nehme ich hauptsächlich, um Komposttest zu machen. Also das ist im Prinzip, nehme ich eine kleine Menge davon, ich sag mal so ungefähr 4-5 Liter, hänge das in einen, das kommt in so ein 120 Liter Fass mit Wasser, und da ist so ein, ja, ich sag mal so ein Ausströmerstein, so ein großer Sprudelstein wie im Aquarium, nur in riesig drin. Und dazu kommt noch ein bisschen Zuckerrohrmelasse, Urgesteinsmehl, Fischhydrolysat. Das ist unterschiedlich ein bisschen die Zusammensetzung, je nachdem. Und dann wird es so zwischen 24 und 48 Stunden im Prinzip belüftet. Und dadurch vermehren sich die Bakterien, Pilze, ja, Pilze eher weniger, aber die Bakterien und Mikroorganismen, die aus dem Kompost kommen, in dem Wasser. Und das bringe ich dann im Prinzip auf den Beeten aus, um das Bodenleben so wieder anzuregen, beziehungsweise welches reinzubringen. Und ja, das ist eigentlich so das Ganze. Also was ganz wichtig ist für den Anbau, so wie ich den betreibe, dass der Boden eben gesund ist, dass man da genügend Mikroorganismen drin hat und deswegen den Komposttee. Man kann den auch äußerlich anwenden, zum Beispiel bei so Sachen wie Mehltau und so, wobei ich ehrlich gesagt, habe ich das noch nicht so oft ausprobiert, also so als Pflanzenstärkungsmittel. Genau, da setze ich eigentlich in der Regel eher auf, sage ich mal, effektive Mikroorganismen oder eben so Sachen wie Urgesteinsmehl zerstäuben und so. Da gibt es auch 10.000 Varianten. Aber wie gesagt, könnte man theoretisch machen. Ansonsten habe ich hier noch einen Rasenmäher, um immer die zwischen den Beetblöcken ein bisschen zu mähen, dass da ein bisschen Ordnung ist, beziehungsweise nicht so viel Gras in die Beete reinwächst. Und ein bisschen Werkzeug ist hier noch. Also jetzt ist hier noch total untergegangen. Ich glaube, das ist es. Ja, das ist noch eine Kiwi. Und hier ist auch noch eine Kiwi. Aber die ist voll unter den Brombeeren eingegangen. Und das sind die Zitruspflanzen, wie gesagt, sehen auch nicht gut aus. Aber die kommen auf jeden Fall ins neue Gewächshaus. Und die Kiwi wahrscheinlich auch. Also das ist eine männliche und eine weibliche. Und das ist eine kleine, also sind so kleine Kiwis, mit, die man komplett mit Schale essen kann. Die haben noch nie was getragen. Wie gesagt, ich habe mich auch nicht so gut um sie gekümmert, wie man hier sieht. Aber ja, so hat es eigentlich alles mal angefangen. Mit der Fläche, also mit der Fläche bin ich eigentlich wirklich zu den Gewächshäusern in der ersten Gärtnerei gekommen. Ja, die hat mich eigentlich schon relativ weit gebracht. So. An die Fläche bin ich eigentlich durch die ganzen kleinen Gärten, die ich mal... Also ich hatte mal 4 kleine Gärten über Freiburg verstreut und so hat es eigentlich angefangen. Dann habe ich einfach mehr Platz gebraucht und da ich hier gleich um die Ecke wohne, habe ich einfach den ausfindig gemacht, den die Fläche gehört, und hat mich durchgeklingelt und mehr oder weniger
von einem zum anderen geschickt worden, bis ich dann wusste, von wem die Fläche ist. Und habe da einfach angefragt und der war auch gleich mit einverstanden. Ja, seitdem nutze ich die Fläche. Netterweise kostet sie mich nichts. Und hier war eben jahrelang, war hier eigentlich nur Wiese, beziehungsweise mit, ganz schön mit Brombeeren zugewachsen und so. Das habe ich am Anfang auch noch richtig gespürt, weil ich die ganzen Brombeerwurzeln aus dem Boden rausziehen musste. Ja, und inzwischen ist es halt ein Garten und man muss dazu sagen, es ist ein Baugrundstück. Also irgendwann wird es bebaut werden. Ich hoffe natürlich, dass es noch nicht so bald ist, ja. Und ja, solange baue ich, also solange es geht, nutze ich es und baue irgendwie Gemüse an. So, Tatsoi. Auch gut. Also am Anfang habe ich gedacht, eben den Rand auch noch mitzunutzen. Und das im Prinzip wie eine kleine Terrasse reinzumachen. Das war mir dann aber alles zu viel Stress. Da lasse ich jetzt eigentlich im Sommer immer hier so diese Ecke bis zu dem Sprinkler. Lasse ich immer bis vor einfach das Gras hochwachsen und mähe es dann ein paar Mal ab. Jetzt ganz zum Schluss in der Saison habe ich es nicht abgemäht, sondern habe es einfach platt getrampelt, damit man viel organisches Material hat, was den Boden bedeckt. Und wir werden mal sehen, wie es nächstes Jahr wieder rauswächst. Also das ist so ein bisschen, auch so ein bisschen rumexperimentiert. Ansonsten lasse ich hier auch immer, hier gleich um die Ecke, den Kompost abladen. Das sieht man noch, da ist noch ein Rest. Und ja, so sieht der Kompost ganz am Anfang aus. Halt ein Kompost, der hauptsächlich aus Holzmaterial oder holzigem Material besteht. Riecht auch stark nach Holz. Den bringe ich dann auf die Beete auf und ich sag mal so, nach einer Saison ist da immer schon gut was, hat sich der gut nochmal zersetzt und nach jeder Ernte kommt sowieso immer so eine 2, 3, 4, kommt drauf an, Zentimeter Schicht drauf und dann wird da eigentlich direkt wieder reingesät. Da ich kein Mulch, also kein Strommulch nutze, ist das für mich dieser Mulch, der auf, oben drauf kommt, der verhindert erstmal, dass der Rest vertrocknet und wird dann über die Zeit, die es dann da liegt, im Prinzip wieder zu einem guten Boden, spätestens dann, wenn es die Würmer, sag ich mal, umgesetzt haben, beziehungsweise es überhaupt noch ein bisschen runterkompostiert ist durch Pilze und so. Der trägt natürlich durch den hohen Holzanteil auch dazu bei, dass sich viele Pilze wohlfühlen. Und ja, Mulch, also so Strohmulch und so, benutze ich aus dem Grund nicht, weil ich eben auch mit Sämaschinen arbeite. Dann ist es eigentlich unpraktisch, weil sich da alles in der Sämaschine drin verhängt. Und ja, das ist kein effektives Arbeiten für mich. So, also bei manchen Kulturen wie Kürbissen oder Zucchini oder so kann man das eigentlich schon machen. Aber bei allen Kulturen, die relativ kurz stehen, ja, verzichte ich da eigentlich drauf und mache das eben mit dem Kompost. Also nach jedem Mal abernten kommt eine neue Schicht Kompost drauf und gut ist es. Ich habe jetzt noch zwei Karotten da. Also das sind jetzt so die für mich noch wachsen, also für privaten Gebrauch. Genau, die werden wir jetzt kurz waschen und dann essen wir die noch, ne? Zurück vom Waschen. Ich habe jetzt hier zwei Karotten und die probieren wir gerade mal. Cool, oder? Richtig gut, schön süß. Ja, muss gerade mal probieren. Ich gebe dir mal eine. So, jetzt habt ihr mal die kleinste Fläche, die ich bewirtschaftet, bei Nacht gesehen. Wir haben gedacht, wir probieren es einfach mal aus. Genau, und beim nächsten Mal seht ihr dann im Prinzip die neue Fläche im Booking. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, das ist nochmal eine ganz andere Größenordnung. Und ich denke, das wird auch nächstes Jahr, vor allem wenn es dann richtig wächst und so, nochmal ordentlich was zu sehen geben. Und ja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.